Hallo und herzlich willkommen zum Fachgespräch on Air im Rahmen der Reihe des Collaboratory. Wir wollen über Open Educational Resources, also freie oder offene Bildungsmaterialien, sprechen, werden zunächst uns auch einen kleinen Input anhören, was es eigentlich damit auf sich hat, und anschließend über die Frage diskutieren, warum das mit der Verbreitung dieser Idee gar nicht so einfach ist. Wir haben zwei Experten wieder dabei, Jörg Lohrer und Dr. Markus Daimann. Zu den beiden gleich zwei Sätze mehr. Vorab noch für alle, die kurzfristig dazugekommen sind, die das Format noch nicht kennen, als Erläuterung. Das Collaboratory ist ein Think Tank, der versucht, Experten aus verschiedenen Bereichen zu Fragen des digitalen Wandels an einen Tisch zu bringen. So geschehen in den letzten Monaten im Rahmen einer Initiative Lernen in der digitalen Gesellschaft. Dort haben verschiedene Arbeitsgruppen 3 Monate lang zusammengearbeitet, unter anderem im Rahmen einer Gruppe, die hieß OER Aufklärung. Und Aufklärung werden wir im doppelten Sinne gleich nochmal diskutieren. In welchem Sinne es auch in der Veranstaltung diskutiert wurde, werden wir auch dann noch gemeinsam besprechen. Wir haben uns etwa 40, 45 Minuten Zeit genommen. Wir werden ungefähr die Hälfte, 20 Minuten für den Input vorab haben und dann 20 Minuten für Fragen und Antworten. Fragen und Antworten können gestellt werden über den Chat, der unterhalb dieses Fensters gesehen werden kann. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Schreiben Sie ruhig was rein. Sie müssen auch nicht die 20 Minuten warten, bis Sie da was reinschreiben. Sie können den Chat schon für Fragen und Diskussionen untereinander nutzen oder auch für Fragen an die Referenten. Die kopiere ich mir dann daraus und stelle sie nach dem Input, sodass da hoffentlich nichts vergessen wird. Soweit zur Vorrede. Wenn Sie die Aufzeichnung sehen, können Sie zwar keine Fragen stellen, aber nichtsdestotrotz hoffen wir, dass Sie Interessantes in diesem Talk und in der anschließenden Diskussion für sich und Ihre Arbeit finden. Das war es aber jetzt mit der Vorrede. Ich würde jetzt erstmal Jörg Lohr und Markus Daimann kurz bitten, sich selber vorzustellen. Was machen Sie beruflich und was macht Ihr Bezug zu OER aus? Jörg, magst du anfangen? Ja, gerne. Ich bin im Leitungsteam von RPI Virtuell. Das ist die Internetplattform der Evangelischen Kirche in Deutschland, die überkonfessionell hier ein Angebot darstellt für Religionslehrerinnen und Religionslehrer als Materialrepositorium für Unterrichtsmaterial, aber eben auch eine Lernplattform, auf der sich Gruppen miteinander austauschen und sogar Schüler miteinander im Unterricht digital arbeiten. Und wir sind schon seit 10 Jahren auf dem Weg zu überlegen, wie kann Online-Lernen und entsprechend Unterricht zusammenkommen. Und dabei finden wir und finde ich, dass das OER, also freie Bildungsmedien, eine Schlüsselfunktion übernehmen, im Moment schon und auch noch zukünftig viel stärker übernehmen werden. Vielen Dank. Markus, kannst du was zu deiner Person ergänzen, bitte? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fernuniversität in Hagen, beschäftige mich dort mit den Themen Mediendidaktik, Bildungstechnologie, betreue einen Masterstudiengang, wo wir uns auseinandersetzen mit Fragen wie beim Collaboratory Lernen in der digitalen Gesellschaft. Beschäftige mich seit ungefähr 5 Jahren auch mit Open Educational Resources. Die letzten Jahre sind ja dadurch geprägt worden, dass man erstmal versucht hat, so das Thema bekannt zu machen, Ressourcen zu erstellen. Und ich habe nur in den letzten Jahren, Monaten gemerkt, wie relevant es auch für die Forschung ist, nämlich gerade für die Bildungsforschung. Und damit beschäftige ich mich aktuell. Vielen Dank. Wir wollen als erstes jetzt den Input von Jörg Lohrer hören. Er hat eine Präsentation vorbereitet und die Frage OER, wie erkläre ich es dem Taxifahrer, wird er damit jetzt in den nächsten Minuten beantworten. Jörg, du hast das Wort und die Folien. Ja, vielen Dank. Ich werde mal schauen, ob das klappt mit der Navigation hier. Ziel wäre einfach nochmal so die Entwicklungslinien aufzuzeigen, was denn bisher passiert ist, was nochmal parallele Entwicklungen sind, weshalb OER jetzt an vielen Stellen in den Fokus rückt. Und zwar ist so ein Schlagwort in der Bildungsforschung sowieso Kompetenzorientierung, Inklusion, aber eben auch Perspektivenwechsel. Wenn ich mit heterogenen Unterrichtsgruppen arbeiten will, wenn es um Kompetenzen in erster Linie geht und nicht um Wissensvermittlung und vor allem, wenn ich die Perspektive der Schülerinnen und Schüler einnehmen möchte, dann komme ich eigentlich um die digitalen Medien nicht mehr herum. Denn die Zuwachsrate der Geräte macht es schon deutlich, dass viele einfach das Gerät in der Hosentasche haben. Das ist jetzt von der Bitkom-Studie 2011 eine Statistik, die
Chimps-Studie von 2012 hat hierbei online eigentlich schon 100% sowohl an Computerausstattung als auch an Internetzugang bei den Jugendlichen mittlerweile. Und die Kombination von Online und Handy, also die Smartphones, sind auch in einem stetigen Wachstum begriffen. Und dann kommen die Schülerinnen und Schüler in die Schule und müssen erstmal alles ausschalten. Und somit sind auch viele Kompetenzen und Möglichkeiten der Schüler ausgeschaltet. Denn wir haben einfach einen hohen Datenschutz und auch mit dem Urheberrecht und mit den Regeln an der Schule sehr viele Restriktionen, die hier das Lernen eigentlich auch erschweren an dieser Stelle. Und da bieten freie Bildungsmedien und der Umgang damit eigentlich eine Möglichkeit, auch die Technik in der Hosentasche der Schülerinnen und Schüler in der Schule zu nutzen und damit zu arbeiten. Die machen das auch schon eigenständig, wie hier beispielsweise die Polynomdivision, die mittlerweile jedem Achtklässler bekannt ist, über 400.000 Klicks schon da drauf, wo ein Schüler eigenständig das mit einem Rap erklärt und peer-to-peer hier den anderen beibringt, wie das funktionieren kann. Lernaufgaben kommt eine Schlüsselfunktion zu. Wir arbeiten bei RPI virtuell viel mit Portfolios, sogenannten E-Portfolios. Das heißt, dass hier Schülerinnen und Schüler digitale Arbeitsblätter ausfüllen können. Und nicht nur die Schüler arbeiten daran, sondern auch die Lehrenden tauschen sich dazu aus. Das heißt, wir haben mit den OER, mit freien Bildungsmaterialien hier auch die Möglichkeit, dass die Aufgaben selbst von den Lehrenden weiterentwickelt werden und auch passgenau auf die Schüler abgestimmt werden können. Lernen an Inhalten, noch ein Schlagwort. Ich habe mal hier das Logo eingeblendet. Das ist so das offizielle Logo, das die UNESCO vorgesehen hat. Es gab letztes Jahr im Juni eine Deklaration auch dazu, die Paris-Deklaration, die vorsieht, dass Open Educational Resources gefördert werden und dass auch Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Das heißt, das ist jetzt nicht nur von uns Bildungsfreunden hier irgendwie so ein Thema, dass wir gerne damit tätig werden wollen, sondern es wird allmählich immer mehr auch eine politische Leitlinie und es setzt sich auch um in der Agenda derjenigen, die die Rahmenbedingungen für das Lernen und Lehren schaffen. Polen ist hier schon vorangegangen. 20 Millionen wurden bisher schon investiert in den Zugang von oder beziehungsweise in die Erstellung von freien Bildungsmedien. Südkorea will bis 2015 schon ganz digital sein und auch andere Länder haben sich auf den Weg gemacht. Es gibt auch schon ein White Paper, auch speziell mit dem Fokus jetzt mal auf Schulen in Deutschland. Hier kann man so den Entwicklungsstand mal nachvollziehen und schauen, was es im deutschsprachigen Raum schon zum Thema gibt. Und wir sehen jetzt hier, Kultusministerkonferenz hat gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung letztes Jahr im November eine ganzjährige Anhörung durchgeführt und überlegt an dieser Stelle einfach auch weiter, wie das Thema in der Politik und somit dann eben in der Rahmengebung weiter vorankommt. Jetzt am Mittwoch beispielsweise trifft sich auch in Nordrhein-Westfalen der Landtag und da gibt es auch eine Anhörung zum Thema Open Educational Resources. Gleichzeitig hat der Verband der Bildungsmedien ein Forschungsvorhaben vorangetrieben. Das heißt, die Bildungsmaterialien werden nicht nur irgendwie gewollt, sondern sie werden auch evaluiert. Die Qualität wird erforscht. Sehr schön, was mich gefreut hat. RPI Virtuell wurde hier als größter Anbieter in kirchlicher Trägerschaft identifiziert. Aber auch andere Materialien wurden hier qualitativ untersucht und überraschenderweise stellt sich hier auch eine ganz gute Qualität raus. Der Dreh- und Angelpunkt beim ganzen Thema sind eigentlich die Rechte an dieser Stelle. Das Urheberrecht und die entsprechende Lizenzierung und wie es damit weitergehen kann, das ist eigentlich die Schlüsselfunktion von freien Bildungsmedien. Die freie Lizenzierung ermöglicht hier, dass wir Materialien schaffen, die dann eben auch weiterverwendet werden können, die kommerziell genutzt werden können, die weitergegeben werden dürfen und frei kopiert werden. Und es hat sich auch einiges getan, was jetzt das Recht angeht. Das heißt, zum Beispiel wurde jetzt zum 1. Januar erstmalig in einem Abkommen zwischen der Kultusministerkonferenz und dem Verband der Bildungsmedien möglich, dass man auch Schulbücher jetzt einscannen darf. Das heißt, wir sind hier einen Schritt weiter auf dem Weg zur Digitalisierung. Aber auch die Verlage machen sich auf den Weg. Es gibt seit Ende letzten Jahres auch digitale Schulbücher. Ein Beispiel habe ich hier noch mit reingenommen. Es gab in der Plattenindustrie auf den
auf den Schallplatten so einen kleinen Button, Home Taping is killing music. Also die Distributoren haben da darauf hingewiesen, dass wenn man sich jetzt eine digitale Kopie von der Musik macht, dass man damit eigentlich auch das Gesamte der Musik zerstört. Und ein ähnlicher Aufschrei geht gerade auch eben durch die Verlagswelt, dass diese freien digitalen Bildungsmedien entweder keine Qualität haben oder dass man hier ständig entweder sich in einem Graubereich unterwegs fühlt oder sogar kriminalisiert wird. Der Schultrojaner letztes Jahr war so ein Beispiel dafür, dass hier sehr rigide dann auch nachgeforscht wurde. Aber wie bei anderen Bewegungen auch, scheint mir die Tendenz zu sein, dass es nichts hilft, hier in der Breite zu kriminalisieren, sondern dass eine Öffnung der Lizenzen und der Inhalte eigentlich das Mittel der Wahl ist. Und um das nochmal ein bisschen in den Blick zu rücken, möchte ich noch mal nach hinten schauen, wie denn wir so kulturhistorisch und auch geistesgeschichtlich entwickelt uns haben. Das hat immer auch zu tun mit einem Medium. Zuerst mit der Sprache und der entsprechenden Kultur, dann mit der Schrift und zuletzt gab es eigentlich nochmal so historische Umbrüche bei der Erfindung des Buchdrucks. Und jetzt haben wir hier diese digitalen Medien, die eigentlich alles beinhalten. Die Sprache, die Schrift und der Buchdruck, all das ist digital zugänglich. Und darüber hinaus gibt es noch ein paar weitere Funktionen, die dann eben auch die Kompetenzen darstellen, die es neu zu als Kulturtechnik neu zu erlernen gibt, nämlich Vernetzung. Ein Blick nochmal auf den Buchdruck. Es gab hier beispielsweise, ich schaue mal nochmal in das Zitat rein, Martin Luther schreibt, der Buchdruck ist die letzte Flamme vor dem Auslöschen der Welt. Die Druckerei ist eine Sache, mit der Gott die Sache des Evangeliums vorantreibt. Und wir haben ja hier auch für diesen Talk den Titel irgendwie OER, Evangelisation oder Missionierung. Die Person ist eigentlich noch gar nicht erfunden, die diese Kulturtechnik des Internets auch schon geisteswissenschaftlich erschlossen hat und damit die Möglichkeiten mal aufzeigt, was denn jetzt die nächste Öffnung ist. Bei Martin Luther war es so, dass nachher alle die Schrift zugänglich hatten. Die Heilige Schrift wurde von jedem lesbar und in Deutsch übersetzt und war auf einmal frei zugänglich jedem und jeder. Und jeder konnte sich das selbst erschließen. Wie das jetzt mit dem Internet ist und wie das eben auch jetzt frei zugänglich wird, dazu sind die offenen Bildungsmedien eigentlich eine Möglichkeit dazu. Soweit vielleicht mal an dieser Stelle. Ich möchte noch die Kulturtechniken ein bisschen, die Vernetzung hier illustrieren. Wir können auf einmal Inhalte massenhaft kopieren. Wir können die aufeinander beziehen und auch Menschen können aufeinander bezogen sein. Und deshalb ist hier Kommunikation, Kollaboration, das sind alles Techniken, die es neu zu lernen gibt, neben Schrift, Sprache und den bisherigen Dingen. Hier mal abgewandelt. Gandhi hat gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst in dieser Welt. Und darauf kommt es jetzt eigentlich auch an, wenn wir an das Bildungsmaterial denken. Open Educational Resources sind eigentlich nur das Material, das wir selbst daraus machen. Und die entstehen auch nur dadurch, dass sich Leute auf den Weg machen, selber produktiv werden oder Dinge, die sich bewährt haben, jetzt auch unter eine freie Lizenzierung stellen. Und deshalb will ich die kleine Präsentation hier schließen und mit dem Aufruf und der Ermunterung, einfach auch produktiv zu werden. Vielen Dank für den Input, Jörg. Wir machen gleich weiter mit Teil 2 des Inputs. Markus Daimann wird sich jetzt eine Metaebene höher begeben und zwar auf die Frage eingehen, warum ist es überhaupt lohnenswert, diese ganze Sache in die Breite zu bringen und welche Erfahrungen haben wir bisher mit der OER-Aufklärung gemacht? Wenn wir uns das Thema Lernen und Lehren, Bildung anschauen, da ist ja kommt man sehr schnell dahinter, dass ohne Teilen, also ohne die Bereitschaft, meine Materialien mit anderen zu teilen, überhaupt gar keine Bildung möglich ist. Weil Bildung, so wie es der Klassiker Humboldt gesagt hat, ist ja immer die Auseinandersetzung mit mir selbst und mit der Welt. Und ohne freien, unrestriktiven Zugang zur Welt, zu den digitalen Artefakten, zu den kulturellen Ressourcen, ist das schwer möglich. Und jetzt sehen wir eigentlich, dass wir nun viele schönere Möglichkeiten haben, diese alten, also sind ja über 200 Jahre alten, zum Teil auch sehr idealistischen Prophezeiungen oder Ausführungen eben der Bildungsphilosophen realisieren können. Dadurch, dass wir auf Open Education Resources zurückgreifen können, können wir uns ein umfassenderes, genaueres Bild machen, können natürlich auch viel persönlicher damit interagieren. Warum das schwer ist und warum das Thema Aufklärung so wichtig ist, da ist mir jetzt auch gerade nochmal deutlich geworden in der Präsentation von Jörg. Er hat ja die Studie der Universität Augsburg herangeführt und das ist eigentlich so ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir genau hingucken, weil
In dieser Studie geht es streng genommen gar nicht um Open Educational Resources. Auftraggeber ist der Verband Bildungsmedien, die haben Interesse, dass ihre Schulbücher weiterhin verwendet werden. Also sind sie nicht so ganz für Open Educational Resources, deswegen haben sie da eine feine Änderung in der Auftragserstellung gegeben und gesagt, wir suchen freie Bildungsressourcen, und frei meinen die dann hauptsächlich kostenfrei. Aber das ist geht vollkommen am Thema vorbei. Wie es dann Jörg auch noch gesagt hat, ist der Kern, der Schlüssel, die Lizenzen. Also wir müssen in der Lage sein, die Dinge auch zu verändern, nach persönlichen Bedürfnissen zu adaptieren, und ich muss dann auch die Möglichkeit haben, das der Welt wieder zurückzugeben, so dass der Pool an Materialien beständig steigt. Und das fände ich also jetzt gerade hier für das Thema Aufklärung wichtig, also das nochmal hervorzuheben, dass wir da hingucken müssen. Es geht um sehr viel Geld, es geht um Interessen, und da das nochmal genauer in den Blick zu nehmen, mit dieser Studie ist da ein schönes Beispiel. Deswegen in meiner Arbeit, Aufklärung ist immer wichtig, genauer hinzugucken, was steckt denn eigentlich dahinter, wie können wir es dann wirklich schaffen, diese Ressourcen auch zu verändern und zu bearbeiten. Wenn ich jetzt tatsächlich mal die Rolle des Taxifahrers übernehme, dann würde mir noch nicht ganz klar sein, was ist der große Unterschied zwischen dem Verständnis frei im Sinne von kostenlos und dem OER-Verständnis von frei. Ja, wenn ich jetzt irgendwas im Internet finde und es ist eben nicht frei lizenziert, also zum Beispiel unter Creative Commons, sondern kostenlos zu nutzen, dann greift immer noch das Standardurheberrecht, und damit darf ich streng genommen überhaupt nichts. Also ich darf es dann nur für meinen jetzigen Lernkontext herunterladen, das Video anschauen, das E-Book benutzen, aber nicht benutzen im Sinne einer wirklichen Auseinandersetzung, einer kreativen Auseinandersetzung, also solches Ding remixe zum Beispiel, eben auseinanderreiße, wieder mit meinen Gedanken zusammenbringe und ein neues Produkt erstelle. Das geht alles nicht, sobald das Standardurheberrecht greift, und das ist in vielen Fällen der Fall. Und auch wenn ich damit lernen will, wenn ich mit den Materialien arbeiten will, dann kann ich das Internet natürlich so benutzen, wie ich eine Bücherei benutze. Ich leihe mir die Sachen aus oder ich hole mir den Text und arbeite dann damit. Aber sobald ich mit anderen an irgendwas tätig sein will, sobald ich Materialien weiterverwenden will und sobald ich darauf aufbaue und was Neues damit schaffe, begehe ich jedes Mal eine Urheberrechtsverletzung. Das bedeutet, dass das grundlegende Material, mit dem ich tätig werde, eigentlich schon frei sein muss. Kostenlos kann es auch deshalb nicht sein, weil es eine gute Qualität haben soll. Man kann ja nicht mit jedem beliebigen Material irgendwie auch einen guten Lernprozess gestalten, sondern man braucht qualitativ hochwertige Materialien. Nur müssen die eben schon vorher finanziert werden und dann eben freigestellt sein und nicht qualitativ gut bereitgestellt sein und dann auch noch über den Distributionsweg irgendwie versuchen, sich zu refinanzieren, indem sie eben geschützt sind. Dann kann man nicht damit arbeiten. Können wir gleich nochmal genauer hinschauen. Ich würde gerne nochmal bei Markus nachfragen zur Frage Missionierung, Aufklärung, Informationen über OER. Kannst du uns einen Überblick geben, welche Aktivitäten es vielleicht im globalen Maßstab und im Speziellen im deutschsprachigen Bereich denn schon gab, welche Versuche, um OER bekannt zu machen? Also in Deutschland sieht es leider sehr dunkel aus. Da ist noch nicht viel passiert. Also ich habe 2007 im Projekt gearbeitet, das hieß dann Open E-Learning Content Observatory Services. Also da war immer so das Bild eines Fernglases, um herzuschauen, was es alles gibt. Und damals haben wir auch schon angefangen, so Screencasts zu erstellen, wie ich jetzt freie Ressourcen finde und die dann auf Wiki Educator gestellt. Also dass man zum Beispiel bei Google mit ein paar Klicks, mit ein paar Kniffen sehr wohl freies Material findet. Aber man muss ja erst wissen, wie das funktioniert. Und uns war eben klar, dass es wichtig ist, den Leuten zu zeigen oder auch technologisch unterstützte Hilfe zu bieten. Wie finde ich denn diese Materialien? Wie kann ich mich lizenzieren? Wie kann ich es wieder zurückgeben? Das war 2007, 2008. Es ist in Deutschland nicht wirklich viel passiert. Die Diskussion um die Lizenzen, Creative Commons, die ist ja dann sehr stark auch gekommen und gerade mit dem Bereich nochmal non-commercial, also soll ich meine Bildungsressourcen kommerziellen Anbietern zur Verwendung erlauben oder nicht, da gibt es auch heiße Diskussionen.
Es gibt allerdings auch einige Initiativen, die aktiv geworden sind. Das Collaboratory beispielsweise, das auch uns hier zusammengebracht hat in dem Expertendiskurs. Es gab letztes Jahr im März ein OER-Camp, also eine freie Veranstaltung, bei der viele Menschen sich ausgetauscht haben zu dem Thema, speziell jetzt eben im deutschsprachigen Raum. Wikimedia hat zusammen mit P2PU jetzt die School of Open eröffnet in Deutschland, gerade letzte Woche. Das heißt, da entstehen auch erste Kurse zu dem Thema, wie produziere ich Material, wie schaffe ich solche Lernumgebungen, die damit arbeiten können. EduTags vom Deutschen Bildungsserver hat jetzt in einem weiteren Forschungsprojekt OER aufgenommen. Das heißt, hier werden Materialien jetzt nicht nur erfasst und verschlagwortet, sondern auch in ihrer Lizenzierung aufgeführt. Die Werkstatt von der Bundeszentrale für politische Bildung hat sich OER auch zum Schwerpunktthema dieses Jahr gemacht. Das heißt, sämtliche Beiträge dort stehen nicht nur unter einer freien Lizenzierung, sondern beschäftigen sich auch inhaltlich mit dem Thema OER. Und beispielsweise das ZumWiki, die größte Plattform eigentlich über alle Fachrichtungen und Repositorium für den Schulunterricht ist komplett unter freier Lizenzierung. Und auch wir von RPI Virtuell haben hier Materialien, die wir da bereitstellen. Und jetzt auch noch in Berlin das erste freie Schulbuch, das dort produziert wird, crowdgefundet auf Spendenbasis, entsteht hier unter dem Titel Schulbuch-Omat mal der Versuch, auch in die Schulen hinein dieses Lehrmaterial zu bringen und gemeinsam kollaborativ zu produzieren. Also es tut sich schon einiges. Ja, das ist richtig. Entschuldigung, wenn ich mich da nochmal dazwischen hake. Was uns aber noch fehlt, und gerade mit dem Blick nach Großbritannien, USA, ist im Hochschulbereich, dass eine Institution wie jetzt das MIT in den USA oder die Open University in England, die angefangen haben zu sagen, okay, wir haben hier ganz viele tolle Ressourcen, nicht nur Videos, sondern auch Skripte, Präsentationen, Literaturlisten und so weiter. Und das stellen wir jetzt alle frei. Also MIT hat ja 2001, 2 damit angefangen, dann kam 2006, glaube ich, Open University mit Open Learn. Und das hat natürlich auch eine wahnsinnige Breitenwirkung und ist natürlich auch, muss man ganz klar sagen, zu Marketingzwecken eingesetzt und zur Rekrutierung zukünftiger Studierenden. Aber es ist für die Sichtbarkeit sehr, sehr wichtig. Und wenn wir jetzt, wie Jörg, diese ganzen kleinen Initiativen aufzählt, sehen wir doch, es ist sehr vereinzelt und es fehlt also nochmal so, gerade wegen der Sichtbarkeit, so ein größerer Maßstab, ein größeres Projekt. Das würde dann sehr viel helfen, auch das Verständnis der Leute dafür zu erreichen und dann auch zu gucken, wenn sie später sehen, zum Beispiel EduTags oder zum Wiki 8, das ist ja auch ein OER-Projekt. Wir haben jetzt ja ganz, ganz viele Beispiele gehört. Das würde ja dafür sprechen, dass man sagt, okay, man macht sozusagen Marketing für OER, man macht OER bekannt durch konkrete Projekte. Gibt es denn auch Vorhaben oder gibt es schon Projekte, bei denen tatsächlich die Bekanntmachung von OER im Mittelpunkt als Ziel selber definiert ist? Also in meiner Arbeit in EU-Projekten war es immer so, dass ein Arbeitspaket immer hieß Dissemination, also Missionierung, Bekanntmachen der Ergebnisse. Und ganz aktuell habe ich jetzt mitgearbeitet an einem Antrag für ein weiteres Projekt, das heißt dann Open for All. Da geht es wirklich darum, zu gucken, was haben andere Projekte gemacht, wie haben die ihre Ergebnisse bekannt gemacht und dann aus so einer Metaebene heraus Strategien sollen da abgeleitet werden, wie es zukünftigen Projekten auch leichter gemacht wird, ihre Ergebnisse bekannt zu machen. Der Hintergrund ist ja, nur noch ganz kurz, der Hintergrund ist ja, dass das also gerade im Hochschulbereich ist ja so, viele Forschungs- oder alle Forschungsergebnisse werden ja durch Steuergelder bezahlt. Also sollte auch die Gesellschaft ein Anrecht haben, diese Ergebnisse unbeschränkt, ohne den Umweg über Verlage, was wir ja bei einem der letzten Talks mit Christian Heise besprochen haben, also ohne diesen Umweg direkt öffentlich zugänglich zu machen. Auch die Fördermittel, die derzeit ausgeschrieben werden von der EU, sind mit dem Schwerpunkt OER jetzt, das heißt ICT, also Technologietransfer, eben auch mehr nationale Vorhaben im Bildungsbereich, haben OER quasi auch als Schwerpunkt oder als Auflage mit drin und ermöglichen hier Gelder in größeren Forschungszusammenhängen. Was Kleineres, was jetzt auch nochmal sehr deutschsprachig ist, ist eben der erste Online-Kurs, der im April startet, COER 13. Ich habe es gerade in den Chat geschrieben. Da gibt es also den ersten offenen Online-Kurs zum Thema OER. Es sind schon einige Fragen im Chat gestellt worden, die ich gleich einbringe. Möchte derweil ermuntern, gerne mehr Fragen dort noch einzubringen. Vorab
eine Nachfrage von mir. Das sind jetzt schon alles doch eher Projekte, die sich an fortgeschrittene OER-Interessierte nutzen. Wie ist das so mit dem ganz normalen Lehrer? Meine Vorstellung ist, dass der zu 98% noch nicht mal den Begriff OER gehört hat. Ja, wir haben gerade bei dem MOOC-Maker-Kurs hat André Spang, Studienrat aus Köln, eine Umfrage gemacht dazu. Vielleicht können wir da den Link auch nochmal in den Chat reinschreiben dazu. Und da zeigt sich auch, dass das Thema Creative Commons oder Lizenzierung doch noch recht unbekannt ist unter den Lehrenden. Das ist schon so der Fall. Und wir merken auch in den Zugriffen jetzt auf unsere Plattform, wir haben zwar über 60.000 registrierte Benutzer, aber über 90% nutzt den offenen und den freien Bereich rein distributiv, greift einfach auf Materialien zu, ohne da jetzt andere Quellen zu verlinken oder gar eigene einzustellen. Ich nehme mal die Fragen, die schon im Chat gekommen sind. Es waren teilweise auch Anmerkungen zum Thema kostenlos. Gab es zum einen von Guest588 die Anmerkung, es gibt ja auch qualitativ hochwertiges Material, das trotzdem kostenlos ist, Open Source Software zum Beispiel. Das zielt also in Richtung Finanzierung. Und darauf aufbauen können wir gleich die Frage von Rüdiger Fries dazu nehmen. Der fragt nach Kooperation zwischen der OER-Welt und den Schulverlagen. Seine Frage hieß nochmal zum Thema umsonst. Welche Ideen gibt es bereits mit Schulbuchverlagen? Was wird Schulbuchverlagen angeboten? Gibt es vereinzelt Kooperationen mit den Verlagen? Also, so was ich mitbekommen habe, ist, dass die Schulbuchverlage sehr genau wissen, dass da eine Bewegung entsteht. Open Education Resources, die natürlich aber Verluste befürchten. Es ist ja ein sehr spezielles Geschäftsmodell, was hinter Schulbuchverlagen in Deutschland steckt. Stichwort Subventionierung. Und die gehen jetzt den Weg, dass sie versuchen, auch wir wissen das, aber wir erstellen unsere eigenen Ressourcen, die sind aber dann eben kein OER, das sagen die aber nicht so, sondern eben kostenlos. Und ein Schritt ist eben auch diese von Jörg zitierte Studie der Universität Augsburg, wo ganz klar, denke ich, in der Auftragstellung war, nicht nach OER zu suchen, sondern nach kostenlosen Ressourcen, um eben ein Argument zu haben, ja, wir wissen um diese Bewegung, wir tun was, aber eben mit dem entscheidenden Unterschied, das ist kein OER im eigentlichen Sinne, sondern kostenfrei zu nutzen. Ja, die Kooperationen gehen in beide Richtungen. Man müsste ja eigentlich denken, dass OER das Geschäftsmodell von dem Verlag zerstört, aber auch die Verlage sind am Umdenken und müssen da nochmal überlegen, wie sie künftig auch in dieser digitalen Welt einen Fuß fassen. Und deshalb gibt es da auch Unternehmungen. Also wir nutzen beispielsweise schon freie Materialien, die die Verlage zum Beispiel als Begleitmaterial oder das auch bei Themenheften als digitales Zusatzmaterial sowieso schon kostenlos zur Verfügung gestellt wird und pflegen die Dinge in unsere Materialrepositorien ein. Das heißt zwar noch nicht, dass man damit irgendwelche Abwandlungen machen darf, aber Schüler können das zumindest im Unterricht benutzen und können darauf zugreifen. Man kann auch in einem geschlossenen Klassenraum damit entsprechend arbeiten. Diese Möglichkeit gibt es auch. Und wir gehen auch auf Verlage zu. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Filmsequenz gehabt vom Delphi Filmverleih und gefragt, ob wir die unter einer freien Lizenzierung bekommen können. Oder der Karikaturist vom Stern hat ein schönes Bild gemacht, wo sich nochmal was verdeutlicht zum Thema Social Media und Kirche und auch er war bereit, die Dinge unter eine freie Lizenzierung zu stellen. Also es lohnt sich durchaus auch auf Verlage zuzugehen, wenn man gutes Material entdeckt, wo man sich wünscht, dass das von den Fesseln des Urheberrechts zumindest insoweit befreit wird, dass es sich weiterverwenden lässt. Und da ist auch eine Bereitschaft da, zum Teil die Dinge frei zur Lizenzierung, um hier auch den Marketing-Effekt dann zu nutzen. Und andersrum mache ich die Erfahrung, dass freie Materialien, die wir unter einer freien Lizenzierung erstellt haben oder die ich jetzt selber auch produziert habe, qualitativ dann aufgegriffen wurden und Verlage hier auch schon Dinge publiziert haben, dann in Themenheften oder jetzt gerade habe ich hier einen Vertrag vorliegen zu einem Buch, wo dann eine Übung übernommen wird, die unter einer freien Lizenzierung steht und die dann da auch wiederum dem Printmedium dann zugeführt wird und im Buch publiziert. Also auch die Richtung gibt es. Ich denke, dass es beides sich auch gegenseitig befruchten kann und dass auch Verlage hier die Möglichkeit haben, nochmal neu zu denken, ob man nicht auch Material vorfinanzieren kann, um sich hinterher dieses ganze Rechtmanagement und den Vertrieb zu sparen und weil man die Einnahme schon am Anfang generiert hat. Ich kann mir vorstellen, dass Markus da noch was beizutragen hat, weil Markus verstehe ich jetzt eher in die Richtung, dass er so ein bisschen den großen Wurf einmal in der OER-Bewegung noch erwarten würde, der von der kleinen, aber feinen Bewegung zu einer etwas größeren Sache machen könnte. Ja, und
Was mir jetzt auch gerade nochmal aufgefallen ist, was Jörg ausgeführt hat, ist ja wirklich so, es hängt von jedem Einzelnen ab. Also wie sehr ich auch dahinter bin, dass ich freie Lizenzen verwende und andere dazu ermutige. Also ich habe das manchmal so gemacht, dass ich, wenn ich irgendwo einen Text habe abliefern müssen, den im Open Document Format, also von Open Office verwendet habe und nicht eben Microsoft. Und dann kommt immer oft, was ist denn das? Was ist das Format? Kann ich nicht öffnen. Und wenn man dann mit den Leuten da so ein bisschen ins Gespräch führt und sagt, sie können sich Software kostenlos herunterladen und ist vollwertiges Produkt und so weiter. Und dann merken die auf einmal, ja, das ist ja genauso gut und ich bin ja aus diesem ganzen Lizenz-Hickhack mit Microsoft und Kompatibilität heraus und kann das für mich für freie Zwecke nutzen. Aber das ist eben so auch die Herausforderung, was das ist eben eine Bewegung, die davon lebt, von Einzelnen oder Gruppen, Initiativen und beständig auch unterstützt werden muss. Es ist kein Selbstläufer, weil eben Geschäftsinteressen noch dabei sind und das macht es dann eben auch so noch nicht so vorhersehbar, wie es jetzt die Entwicklung in Zukunft aussehen wird. Wie kann man sich das vorstellen, zum Beispiel so eine Vorabfinanzierung? Ihr habt schon in der einführenden Präsentation kurz Polen, Kalifornien als Beispiele gebracht, Korea als Beispiel, wobei, wenn ich es richtig verstehe, Korea nur als Beispiel für Digitales, nicht für offenes und freies Material. Könnt ihr einmal das Geschäftsmodell von dort erläutern? Also ich kann zu Polen was sagen. Da war, glaube ich, so, dass der Staat da auch hergegangen ist und gesagt hat, wir wollen jetzt was mit OER im Bildungsbereich machen und dann eben auch so eine Initiative aufgesetzt hat und Verlage auf oder Beteiligte aufgefordert hat, Materialien, freie Materialien zusammenzustellen, die dann speziell für den Unterricht eingesetzt werden können. Also es ist eine staatlich getragene Initiative gewesen, wo man in Deutschland noch sehr viel Angst davor hat, dass der Staat sich da irgendwie einmischt und den Schulbuchverlagen da eher Monopol nimmt. Ja, der Staat hat sich das Abkommen jetzt auch einiges kosten lassen, dass eine Digitalisierung möglich ist seit dem 1. Januar. Und da wird wahrscheinlich auch noch weitere Investitionen nötig sein, bevor es wirklich in der Breite irgendwelche etablierten Geschäftsmodelle gibt. Aber der Schulbuchomat beispielsweise hat hier schon eine Vorfinanzierung geschafft über zum Beispiel Crowdsourcing oder Crowdfunding. Eine Möglichkeit ist eben aber auch, dass es dafür entsprechende Fördermittel gibt, die hier oder auch nicht denkbar wäre, dass es eine Ausschreibung gibt. Ganz dezidiert nach dem Bildungsplan und dass es dann verschiedene Anbieter gibt, die dann eben auch aus freien Initiativen kommen oder aus Kooperationen von freien Initiativen und Verlagen, die dann nicht nur ein Schulbuch dann liefern und sich hinterher wieder um den Vertrieb kümmern müssen, sondern dass es vielleicht eine Trennung auch nochmal gibt zwischen Erstellung von Content, der beauftragt wird, und den Vertriebswegen. Es gibt dazu auch noch Fragen aus dem Chat. Guest588 schrieb, das OER-Pilotprojekt in Polen müsste jetzt ja etwa ein Jahr alt sein. Gibt es da Ergebnisse? Da kann ich jetzt selber nichts dazu sagen. Du, Jöran, warst selber auf dem Kongress, wo das OER, wo Polen sich vorgestellt hat und hast da aus dem Publikum heraus auch Fragen gestellt. Ich weiß nicht, ob du da selber was Aktuelleres hast, aber ich kann nur das, was ich aus den Medien gesehen habe, und die sind manchmal eben auch einfach polnischsprachig und noch nicht ins Englische übersetzt. Ja, nee, ich hatte nur einen Beitrag gehört, einen Vortrag über die ideologische Diskussion, die darüber in Polen entbrannt ist. Und soweit ich das sehe, ist man ja auch noch in der Phase der Erstellung. Das ist jetzt alles vorsichtiges Halbwissen, was ich habe. Wenn ich es richtig weiß, dann haben die Ausschreibungen dort, weiß gar nicht, wie stark es eine wettbewerbliche Ausschreibung war, die Universitäten hauptsächlich gewonnen. Und jetzt wird eben dort das Material für diesen Bereich, um den es dort geht, von Leuten an Hochschulen in Drittmittelprojekten hergestellt. Ich schließe mal eine Frage an von Rüdiger Fries, der auch in die Richtung geht. Welche konkreten Erwartungen gibt es an die Politik? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen wären wünschenswert? Gibt es dabei juristische Vorschläge? Also ich denke, ein Stück weit könnte man sich an der derzeitigen Open Data, Open Government Bewegung anschließen, indem man, also gerade wenn es ums Thema Forschungsergebnisse geht aus Hochschulen, dass man da versucht, die stärker der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen, ist natürlich jetzt nicht was für den Schulbereich, ganz klar, aber für den Hochschulbereich, dass ich eben leichter auf
wissenschaftliche Ergebnisse aus aktuellen Projekten zurückgreifen kann und das dann für meine Lehrveranstaltung als Best Practice oder sowas zum Beispiel einsetzen könnte. Also das würde ich mir wünschen, dass da stärker auch das Bewusstsein entsteht. Forschung ist ja auch immer was für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, man will ja allgemeine Probleme lösen und dass ich da auch meinen Beitrag leisten soll, indem ich das wieder zurückgebe. Ich bekomme ja auch vom Staat Geld dafür, dass ich meine Forschung durchführen kann. Ja, und es braucht sicherlich auch nochmal gesetzliche Änderungen, vor allem im Bereich des Urheberrechts. Also es geht hier nicht irgendwie um das Freibier für alle, was wir mit den Open Educational Resources anstreben, sondern das Urheberrecht ist sicherlich wichtig und auch, dass die Autoren und die Ersteller von Inhalten angemessen hier vergütet werden und es Geschäftsmodelle gibt, ist auch in unserem Interesse. Nur haben wir in Deutschland eigentlich eines der rigidesten Urheberrechte, also das und auch andere Dinge sind sehr stark eingeschränkt. Man sieht es jetzt auch an der Diskussion um das Leistungsschutzrecht beispielsweise. Oder auch, wenn ich mir anschaue, welche Dinge auf YouTube verfügbar sind, da haben alle möglichen Länder dieser Welt eigentlich eine bessere Verfügbarkeit von Musikvideos und anderen Inhalten, die bei uns sämtlich gesperrt werden. Also wir sind mittlerweile so restriktiv in Deutschland, dass das Urheberrecht eher ein Bildungsverhinderungsgesetz ist. Und was früher eben das Westfernsehen in der DDR war, das ist jetzt irgendwie der Proxy-Server bei YouTube. Und wir müssen aufpassen, dass wir auch der nachkommenden Generation hier nicht Bildungschancen nehmen, indem diese Restriktionen eher verschärft werden als verändert. Darauf passt wunderbar die Frage von Guest 754. Ist OER nicht viel mehr als diese Idee der Lizenzkosten, sondern eigentlich ein Community-Gedanke? Natürlich, ganz klar. OER ist ganz stark mit dem Sharing-Gedanken verknüpft, wo es eben darum geht, ich teile was, mein Wissen, meine Ideen, und da kommt natürlich auch schnell wieder so der Gedanke, oh Gott, klaut mir jemand meine Ideen, was man ja auch mitunter hört. Da gibt es ja auch die Sprüche, wer Angst hat, dass einem seine Ideen geklaut werden, der hat keine guten Ideen. Und so Sachen, also da spielen natürlich auch wieder Ängste mit. Was passiert, wenn ich jetzt einfach alle meine Ergebnisse vorab veröffentliche? Kann da nicht jemand meine klauen und dann zu seinen eigenen machen, plagieren und so weiter? Und darum geht es ja natürlich auch bei Aufklärung, dass man sagt ganz klar, nee, wir haben das Urheberrecht, das will ja auch keiner abschaffen, also der wirklich ernsthaft an dieser Idee, an dieser Philosophie interessiert ist, sondern es geht, dass wir so einen Mittelweg finden müssen, weg von der Kriminalisierung. Also das ist auch diese Freibiergedanken, dass da für kleinste Beanstandungen des Urheberrechts sofort horrende Abmahnung fällig werden. Aber es geht natürlich auch ganz klar darum, dass kreative Leistungen entsprechend entlohnt werden. Also das trifft ja die kulturschaffende Industrie sehr stark. Da gab es ja auch den Aufschrei von Sven Regener, der da auch sich vehement geäußert hat, dass es eben zu einer Herabminderung oder geringeren Wertschätzung kommt. Nämlich sobald man sagt, ja, das ist ja im Internet verfügbar, das will ich haben, will aber nichts dafür bezahlen, dann entsteht ja so der Eindruck, wofür ich nichts bezahle, ist auch nichts wert. Und das ist natürlich, geht komplett in die falsche Richtung, weil da stehen wirklich kreative Leistungen dahinter und die müssen auf jeden Fall entsprechend entlohnt werden. Wir haben zwei Fragen, eine von Angelika Beranek. Gibt es schon Erfahrungen, wie das mit Schulbüchern ist, die so entstehen wie im Schulbuch Omat, was die offizielle Zulassung der Bücher in den einzelnen Bundesländern angeht? Das Schulbuch Omat hat sich ja genau deshalb Berlin vorgenommen, weil da nicht nur die Lehrmittelfreiheit ist, sondern auch, na, wie heißt es beim Rahmenlehrplan? Die haben auf jeden Fall die Möglichkeit, hier ohne ein Genehmigungsverfahren damit dann auch ein Unterrichtswerk zu schaffen, während andere Länder da sehr restriktiv sind, was dann die Genehmigungsverfahren für die Materialien da sind. Deshalb ist das jetzt eigentlich so das erste Projekt, das das mal in einem Bundesland versucht, wo es entsprechend erfolgsversprechend ist, dann nachher auch in eine unterrichtliche Praxis umgesetzt zu werden. Aber schon wieder rückwirkend Erfahrungen, soweit sind wir noch nicht, glaube ich. Letzter Aufruf für Fragen in den Chat. Derweil stelle ich die Frage von Rüdiger Fries. Er schreibt, es wird ja immer wieder angeführt, dass bei OER keine ausreichende Qualitätssicherung gewährleistet ist. Welche Erfahrung gibt es dazu? Ja, also dieses Forschungsvorhaben der Uni Augsburg hat auch schon erste
Dinge veröffentlicht und schreibt dabei, dass nicht nur die Quantität der Materialien beeindruckend war. Also es gab allein in diesem Untersuchungszeitraum von einem Vierteljahr oder was schon einen Zuwachs von 70%, sondern dass auch in die Kriterien an die Bildungsmedien, die da angelegt waren, waren beispielsweise normativ-diskursive Positionierung, also gibt es ideologiekritische Perspektive der Materialien, wie ist die unterrichtspraktische Anwendbarkeit, wie passt es zur bildungstheoretischen Fundierung, wie ist angelehnt an Curriculum oder Bildungsplan und auch an fachspezifische Bildungsstandards. Und hier haben eigentlich selbst Materialien, bei denen man eigentlich davon ausgehen könnte, dass sie eher tendenziell sind, weil auch so Firmen wie McDonald's hier freie Materialien zur Verfügung stellen. Aber eigentlich waren alle Materialien sehr gut in der, oder gut bis sehr gut in der Auswertung der Qualitätskriterien. Also dieses, dass da irgendwie dezentral Materialien erstellt werden und dass da keine Experten zugange sind, scheint irgendwie noch nicht sich auf eine schlechte Qualität auszuwirken. Ergänzend möchte ich hier nur anmerken, dass man diese ganze Qualitätsdiskussion nicht überschätzen darf. Lehren und Lernen, um das es hier geht, ist ja auch immer ein sozialer, interaktiver Prozess mit Lehrern und Lernern. Und da gibt es ja auch schon jahrzehntelange Studien, jetzt gibt es wieder so eine sogenannte Hattie-Studie, die so eine Meta-Meta-Analyse ist und die gezeigt hat oder zeigen will, dass es letztendlich auf die Person des Lehrers ankommt. Und natürlich kann ich mit einem schlechten Video genauso guten Unterricht machen wie mit einem schlechten Lehrbuch oder so guten oder so schlechten. Also es hängt natürlich auch immer von den pädagogischen Kompetenzen ab, von den Lernern. Also ich warne einfach davor, diese ganze Qualitätsdiskussion zu ernst zu nehmen. Das ist natürlich gerade wieder beim Schulbuchverlag, ist es das erste Argument, wie man sagen, oh Gott, die haben keine geprüfte Qualität, es gibt keinen TÜV, aber ich denke, man muss da einfach entspannter rangehen und das begreifen, als was es ist, ein eher Wildwuchs aus dem Netz, wo jeder sich mal hinsetzt und dann nach seinen eigenen Ideen und Vorstellungen Materialien erstellen. Und das hängt auch dann an meiner Bildungskompetenz, wie ich diese Qualitäten einschätze. Also gerade im Hochschulbereich bringen wir unseren Studierenden ja auch immer bei, wissenschaftliche Qualität zu überprüfen nach gewissen Kriterien und dann auch bitte das so zu diskutieren, wie sie die Qualität einschätzen oder so, da eine fundierte Meinung dazu zu bilden. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht als Idealskizze sich gut anhört, aber dass auch da wieder 99% oder sagen wir vielleicht 95% der Lehrerinnen und Lehrer eine, keine Ahnung, in der Wikipedia würde man sagen, eine geprüfte Version wollen, also eben nicht sich selber anschauen wollen, welches Material gibt es da alles und wie ist es einzuschätzen und so weiter, sondern wenn man, je nachdem, wie viel, 20, 30 mehr Stunden die Woche unterrichtet, je nachdem, was man macht, dass man dann eben sagen will, okay, das hier ist das fertige Material für diesen Einsatzzweck in diesem Kontext und tatsächlich so eine Art TÜV-Siegel sucht. Jörg, ihr macht ja sowas in der Richtung schon, Materialien bereitstellen. Wie sind da eure Erfahrungen mit dem Anführungszeichen ganz normalen Lehrer? Ja, also es ist natürlich nochmal ein anderes Unterrichten, wenn man mit den digitalen Medien unterwegs ist. Es ist aber auch, glaube ich, zu kurz gedacht, den Lehrern nur zu unterstellen, dass sie gerne ein Schulbuch hätten, bei dem sie jede Stunde Seite für Seite durcharbeiten. Und das muss halt einfach gut, so gut sein, dass sich ein Lehrer nicht mehr damit beschäftigen muss. Also gerade die Hattie-Studie zeigt ja, wie zentral die Person des Lehrers ist, aber auch, wie zentral solche Dinge sind wie Feedback, wie Lernorganisation und nochmal ein paar andere Kriterien. Also das Material spielt hier vielleicht wirklich nur eine nachgeordnete Rolle und trotzdem sollte die Qualität als Grundlage sehr gut sein und wir versuchen eben hier an der Stelle zum Beispiel, dass die Benutzer die Materialien bewerten können, dass wir auch von den Instituten, den religionspädagogischen, entsprechend Leute gewinnen, die hier eine Qualitätssicherung machen, dass wir zum Beispiel auch Themenseiten als Themeneinstieg in die jeweiligen Themen anbieten, die redaktionell betreut werden und hier auch eine Selektion betreiben von den Materialien, um dann den Qualitätsstandard weiter anzuheben. Dann würde ich an dieser Stelle Danke sagen. Wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde rum. Erstmal herzlichen Dank an Jörg Lohrer und an Markus Daimann, dass Sie bei uns waren und mit Ihrer Perspektive unseren Horizont in Sachen OER erweitert haben und uns ein bisschen aufgeklärt haben, nicht nur zur Verbreitung von OER, sondern auch zu den grundlegenden Fragen, die da gerade in der Diskussion sind. Dann danke ich allen, die im Chat dabei waren, die Fragen gestellt haben oder auch sich einfach nur so für das Thema interessiert haben.
Und falls Sie die Aufzeichnung sehen, danke ich nochmal da für Interesse. Wenn Sie sich weitere Aufzeichnungen anschauen wollen, es gibt alle Fachgespräche als Aufzeichnung im YouTube-Kanal des Collaboratory zu finden. Falls Sie das hier noch live sehen, es gibt ja noch 2, 3 Termine. Die finden Sie auf collaboratory.de/w/Hangout-Reihe, die Adresse, die jetzt auch eingeblendet ist. Insofern würde ich mich freuen, wenn der eine oder die andere dann wieder dabei ist für die nächste Diskussion. Soweit für heute. Vielen Dank. Alles Gute und bis bald.